Ich wollte euch heute mal beim Flaschensterilisieren mitnehmen und da fangen wir auch schon direkt an und zwar mit Spülen. Ich packe erstmal immer alles in die Spüle. Wir benutzen übrigens das Babyspülmittel von Frosch und dann wird erstmal alles vernünftig sauber gemacht. Wenn das erledigt ist, dann kommt alles in die Behälter von unserem Thermomix, denn wir sterilisieren alles mit dem Thermomix. Super, super einfach. Einfach nur die Sauger und die Nuckis in diesen Behälter reinpacken. Obendrauf in den Varoma kommen dann die ganzen Flaschen. Und dann stellen wir den immer für eine halbe Stunde auf die Varoma-Stufe und dann auf ungefähr 0,5. Das wird dann erstmal alles sterilisiert. Am Ende packen wir das alles nur noch aufs Zewa und schon sind wir fertig. Also ich kann das mit dem Thermomix wirklich nur empfehlen. Ist super, super schnell und super einfach.